Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Das ist jetzt bestimmt weiter. Ich stand jetzt hier gerade schon ein bisschen rum vor dem Part und habe gehört, wie hier so im Hintergrund die Vögel zwitschern und so. Das ist richtig schön gemacht, so die Umgebungsgeräusche hier in dem Spiel. Sehr schöne Sache. Gut, auf die sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr achten, denn im letzten Part wurde ich ja von so ein paar Läufern und Wächtern, also Maschinen, einfach generell überrascht, die mich dann auch ein bisschen auseinandergepflückt haben. Sollten wir diesmal vermeiden? Oh, guck mal hier. Und wir sollen uns mit Rost treffen. Hey, geh da hoch. Kann ich da rüber springen? Schaffe ich das? Ja, schon, oder? Ja. Sehr gut. Wir können hier nicht runterschießen, dafür brauchen wir erst dieses Upgrade. Das haben wir noch nicht aktuell. Genau. Okay. Ross soll in die Richtung sein. Ja gut, dann. Ne, warte mal. Die Maschinen würde ich ganz gerne ganz kurz wenigstens eine von ausschalten, weil wir haben nämlich... Ah ne, uns fehlen noch 460 Erfahrungspunkte. Ich dachte, uns fehlen nur noch 60. Ja, ne, okay, dann lohnt es sich, glaube ich, doch nicht. Dann schauen wir einfach mal. Hui. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt hier durch die Berge klettern. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht der beste Weg jetzt, den man nehmen könnte. Ja, Karte findet auch, dass man lieber auf dem Weg bleiben sollte. Egal. Haben wir noch irgendwelche Nebenquests eigentlich aktiv gerade? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Okay, sehr gut. Dann machen wir jetzt damit weiter, womit wir weitermachen sollen. Sofern ich hier nicht irgendwo vorher in die Felsen in meinen Tod reinstürze. Was? Lagerfeuer? Oh, hier scheint es auch nicht Stress zu geben. Wo ist das Lagerfeuer? Karte? Ah, voraus. Ah, okay, direkt da, wo wir hin sollen, ist das Lagerfeuer. Perfekt. Ich würde mich aber ganz gerne hier vorher noch ein bisschen umgucken. Ihr wisst ja, Leute, wenn man mich auf große Spielwelten loslässt, dann passiert sowas. Und ich möchte mir auch ein bisschen einen Überblick schaffen, was wir hier eigentlich so alles haben. Ich wiederhole es auch gerne nochmal, Leute, ne? Wie gesagt, wenn ich irgendwie das öfteren Mal da nach links rüber starre, dann ist das, weil ich kontrolliere, ob die Aufnahme wirklich läuft. Nach dem ersten und besonders nach dem zweiten Part gucke ich lieber zweimal, ob das jetzt alles technisch läuft. Das hat mir das Spiel ja nicht so einfach gemacht. Da ist das Lagerfeuer. Du bist hier. Ja, wo bist du? Hallo? Warte, Oh, hi. Okay. Na komm. Den habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. Reden. Ja, sollten wir. Ich möchte nur ganz kurz nochmal schauen, was jetzt hier in der Umgebung noch so ist. Okay, nichts Besonderes mehr, ne? Nee. Hier sind zwei Lagerfeuer sogar direkt in der Nähe, okay. Gut, dann lass uns reden. Hast du die Feuerpfeile? Ja. Hab ich. Schon ein paar verwendet, aber die ich glaube, ich habe noch genug. Und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Okay. Warum warten wir bis zur Dunkelheit? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ja, magst du mir nicht vielleicht sagen, worauf wir warten? Also, Rost. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Entspannt. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß.
Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Nice. Aber darf ich mal ganz kurz hinterfragen, das ist ein Stammesgesetz. Sie sind vom Stamm doch ausgestoßen. Warum müssen Sie sich dann an diese Gesetze halten? Ja gut, okay, warte. Nee, stimmt. In dem Moment wäre sie ja nicht mehr ausgestoßen. Ja, richtig. Okay, ergibt Sinn. Aber andererseits dann wieder die Frage, was wollen Sie mit ihm bitteschön machen, wenn er sich daran nicht hält? Weil das ist ja in dem Fall nicht sein Problem. Es ist ja eigentlich, also, I don't know. Wahrscheinlich wollen sie ihn umlegen. Das ist ja immer die Antwort, ne? Gut, wir haben noch eine Stolperfalle. Was machen wir denn damit? Ich und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Ist es so, ja? Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Ich habe die immer noch nicht verwendet, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich damit eigentlich mache. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Na dann. Okay, ruh dich am Lagerfeuer aus. Ah, am Lagerfeuer können wir uns also immer ausruhen, oder wie ist das? Ich bin überlegen, ob ich die Stolperfalle vielleicht noch einmal kurz ausprobieren sollte, bevor ich jetzt wirklich in eine Art Battle oder sowas da reingezogen werde. Ich weiß ja nicht, was da oben auf mich wartet. Aber vielleicht kann ich ja mal nachgucken. Ah, das ist ganz schön Action, ne? Shit, Alter. Da geht ganz schön was ab. Ich würde den Medizinbeutel gerne noch ein bisschen voller machen, weil der ist nicht so voll gerade. Das nehme ich lieber mit. Ja, richtig. Das nehmen wir lieber mit. Ah, ein Hase. Gut, den brauchen wir jetzt nicht mitnehmen, glaube ich. Da ist noch ein Lagerfeuer. Interessant. So. Na gut, da kann ich jetzt nicht durch aktuell, ne? Nee. Und, sagt der Scanner hier irgendwas? Nee. Da drüben. Mit Router an. Dieses Router hin, Alter. Lass mal einen fangen und über dem Feuer rösten, oder? Hm. Ja gut, am Lagerfeuer ausruhen. Alles gut, dann machen wir das. Wie geht das jetzt? Hä? Muss ich einfach nur speichern, oder was? Ah, okay, ja, tatsächlich. Lol. Das heißt, man wollte mich zwingen zu speichern. Sind die vom Stamm? Wahrscheinlich, oder? Man öffnet Ausgestoßenen? Scheinbar. Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Hey. Was für eine Bestie war das? Der Ui. Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Okay. Du willst mir erzählen, dass diese scheiß Maschinen sich selbst weiterentwickeln? Ja, geil. Okay, das heißt, jetzt sind wir im neuen Bereich, ja? Ja, beziehungsweise wir kommen jetzt in den neuen Bereich rein. Ach du Scheiße. Ey, diesen ganzen Bereich hier hinten habe ich noch nicht erkundet, ne? Und trotzdem komme ich jetzt schon hier in dieses Riesending rein. Oh mein Gott. WTF. Okay, das heißt aber, das ist jetzt sozusagen der Teil, der nicht mehr gesichert ist, ja? Befinden wir uns sozusagen in freier Wildbahn. Hm. Kann ich noch von den Feuerpfeilen mehr herstellen? Ups. Tatsächlich, ja, kann ich. Hey, cool. Dann sollten wir das mal machen. Jawohl, das war gut. Oh. Ja, gut. Bis gleich. Gut, haben wir also relativ wieder einen Absturz gehabt. Ging ja jetzt 2 Parts lang gut. Naja, wenn es jetzt wieder 2 Parts lang gut geht, dann kann ich damit absolut leben, Leute. Bild sieht auch gut aus. Das ist doch schön. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Das war's. Die macht sowas. Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Ah ja. Verstehe. Warum muss sowas nachts sein? Lassen die mich tagsüber nicht raus, vielleicht?
Beziehungsweise dürften sie mich eigentlich gar nicht rauslassen und sie machen es halt trotzdem. Aber halt nur nachts. Hä, warte mal, Lagerfeuer? Da ist doch kein Lagerfeuer. Achso, das ist weiter da. Ich habe das durch den Berg durchgescannt. Oh, okay. Interessant. Also, oh. Ja gut. Es scheint eine sehr gefährliche Maschinenart zu sein. Ah. Die Sägezähne geben einem auch Lohe, das ist gut. Und davon eine Menge sogar. Eine große Menge. Aber dann nehme ich an, dann sind für die wahrscheinlich die, die Feuerpfeile gewesen. Oha. Das ist nur ein Läufer. Der ist jetzt nichts Besonderes. Ne, das passt schon. Die machen mir jetzt keine Probleme. Erstmal. Wo soll ich denn eigentlich hin? Da hinten. Ja gut, dann bleiben wir erstmal auf der Route, denke ich. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Ja klar. Ja, alles gut. Ich weiß, dass da hinten Läufer sind, aber die machen mir keine Probleme. Ich sollte mich, glaube ich, nur nicht von so einem Sägezahn überraschen lassen. Das könnte wirklich nach hinten losgehen. Aber aktuell scheint es hier sehr ruhig zu sein. Bisschen zu ruhig vielleicht auch. Mutterberg. Die haben es immer mit Mutter, ne? Alles ist hier Mutter. Mutters Becken, Mutterberg. Da ist ein Wächter. Ist aber nur einer. Wildschwein, das ist mir egal. Können mich eigentlich die Wildschweine theoretisch auch angreifen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie schon, aber... Gut, ich würde mal vorschlagen, wir holen uns den einfach. Der läuft nämlich da so schön Patrouille. Dann pflücken wir den da gerade mal aus dem Weg. Oh, warte mal, dafür brauche ich keine Feuerpfeile verschwenden. Zack. So, dreh mal um, Kollege. Das machst du doch eh gleich, oder? Ja. Jawoll, der hat super gesessen. Jetzt ist es nicht mehr weit. Nicht schlecht. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. In diesem Fall passen wir vielleicht lieber auf. Okay, hier hat auf jeden Fall auch mal jemand vom Stamm gewohnt, scheinbar, ne? Oder viele sogar. Ich meine, hier sind viele Hütten, die irgendwie abfackeln und so weiter. Oh, eine Schockspule. Okay. Was soll ich damit machen kann, das muss ich irgendwie nochmal rausfinden. Ich muss nochmal darauf achten, wie viele Erfahrungspunkte die einzelnen Maschinen eigentlich geben. Damit ich dann irgendwann mal einschätzen kann, wie schnell man zum nächsten Level kommt. Das kann ich aktuell noch nicht. Wir haben jetzt 3840, also 200 mehr als zum Partbeginn. Wie viele Maschinen habe ich erledigt? Nur eine eigentlich, oder? Das würde heißen, dass die 200 Erfahrungspunkte gibt, so ein Wächter. Das wäre nicht so schlecht. Das heißt, nächster Wächter und wir haben das nächste Level. Ich nehme hier alles mit. Ich weiß nicht genau, ob man irgendwann nicht mehr tragen kann. Wahrscheinlich schon. Ein Graser. Das ist auch was Neues. Graser kennen wir auch noch nicht. Aber die Sache ist erstmal besser haben als brauchen, ne? Deswegen, wir stecken alles ein. So, jetzt ist die Sache, es läuft gerade nicht ganz flüssig, aber naja. Oh. Ich dachte noch nicht, dass ich so nah am Ziel dran bin, aber okay. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Worum? Okay. Das Vieh ist groß. Alter. Okay.
Ja. Wie besiegt man ihn? Mit viel Anlauf. Das ist allein deine Entscheidung. Ah ja. Die Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Ah ja, das heißt, wenn ich dabei drauf gehe, gehe ich drauf, ja? Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich... Das ist ein Sägezahn. Ach du Scheiße. Verwende den Stolperfall, um über den Weg des Sägezahns eine Schockdraht zu platzieren. Den Rest kann ich jetzt hier nicht lesen. Geil. Okay, wo ist denn der Kerl? Ah, da unten. Also erstmal brauchen wir auf jeden Fall seinen Pfad. Das ist ganz wichtig. Okay, der hat auch eine Art Tank dabei. Die hängt aber da unter seinem Körper. Das ist natürlich schlecht. Da kommen wir nicht so gut ran. Wir könnten diesen Rutschangriff machen. Währenddessen wird die Zeit verlangsamt und dann mit dem Bogen da reinschießen. Das wäre eine Option, Leute. Halte ich mir erstmal offen. Jetzt sollten wir erstmal schauen, dass wir mal die Schockdrahtgedingsel auswählen. Okay. Wo ist der gerade? Er dürfte nicht in meine Richtung gucken, auf jeden Fall, ne? Ne, tut er auch nicht. Okay, dann würde ich ganz gerne einfach mal hier zwischen der Hütte wahrscheinlich diesen Draht aufstellen. Einmal dahin. Und dahin. Und wir sollten einen zweiten machen, hieß es, glaube ich, ne? Also nochmal dahin. Und dorthin. Kann ich noch welche herstellen? Ja. Das ist gut, weil dann kann ich mich einfach da drüben noch welche machen. Wo ist der gerade, der Kollege? Da. Dann kann ich ihm theoretisch sogar direkt hier noch was dazwischen schießen. Warte mal. Okay, jetzt wechsle ich wieder zum Bogen. Mit den Feuerpfeilen am besten. Ich brauche so viel Schaden, wie ich kriegen kann. Ah, jetzt kann ich draufrennen, jetzt kann ich draufrennen. Kein Zurück mehr. Okay, gib ihm. Er ist noch geschockt, er ist noch geschockt. Immer noch geschockt. Okay, weg. Nein, ich war zu lange. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Ich bin gar nicht da, Kollege. Ich bin gar nicht da. Was heißt denn die? Sind das mehrere? Also einer reicht mir, ehrlich gesagt. Okay. Vielleicht gehe ich einfach mal hier. Okay. Er hat's aufgegeben. Huh. Er ist in den nächsten Draht reingerannt, der Affe. Jawohl. Gib ihm. Ach, komm schon. Okay, Leute, die Pfeile sind eigentlich wieder in derselben Position. Die Schockdinger, meine ich. Das heißt, wir sollten jetzt gleich wieder auf ihn draufzimmern können. Wenn das Spiel sind alle 10 Minuten abstürzt, wäre natürlich irgendwie echt super dumm. Warte mal, ich probiere jetzt einfach mal einen Feuerpfeil drauf zu geben auf den Tank. Ich glaube, das ist vielleicht sogar besser, oder? Ja, oder auch nicht, jetzt hat er mich gesehen. Aber er kriegt jetzt durchgehend Schaden. Doch, das war viel besser. Was? Mal sehen, was das bringt. Ach, der Stolperdraht. Ja, der zweite ist noch da. Das heißt, wenn er da reingeht, haben wir ihn eigentlich. Sobald er sich davon treffen lässt, haben wir ihn eigentlich. Kommt er da hoch? Nee, okay, passt. Oh ja, wir kriegen den, Leute. Wir kriegen den. Der geht jetzt da rüber. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Ja, genau. Er hat es aufgegeben, mich zu suchen. Der geht jetzt schön da rein und dann kriegt er gleich richtig aufs Maul. Wir bleiben einfach hier drin im Gras. Jawohl, und das war's. Schicht im Schacht, Ende Gelände. Da. Da. Voll auf den Tank oder was auch immer das ist. Gib ihm. Noch einen. Nein, daneben. Ja, Mann. Okay. Sehr geil. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Oh. Überleben erfordert Perfektion.
Ich würde sagen, den habe ich ziemlich perfekt ausgeschaltet. Nein, folge mir. Okay. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezer nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Das ist die vom Stamm, die ne? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Ah. Du sagtest, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Der plant jetzt aber nicht abzuhauen, oder? Wir sind hier fertig. Folgt mir. Na dann. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn ich habe keine Ahnung, was kommt. Unter Herz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Okay. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Ah, wenn ich jetzt sage, ich komme mit, dann ist sozusagen direkt Ende Gelände und es geht direkt weiter mit der nächsten Story-Quest. Nee, ich möchte erstmal ein bisschen Zeit haben. Werden wir. Okay. Ja, Mann, Stufe 5. Okay. Questbelohnungen, bla bla bla, großzügige Belohnungskiste, jede Menge Stuff, okay. Drücke, um das Questmenü zu öffnen, ja, was haben wir denn da jetzt? Mutterherz, Stufe 4. Da Aloy seit ihrer Geburt eine Ausgestoßene war, durfte sie die Nora-Hauptstadt nie betreten, bis zum heutigen jährlichen Fest am Vorabend der Erprobung. Okay. Kriegen wir hin. So, ich würde ganz kurz mal bei Waffen modifizieren gucken, wir können da jetzt... hier noch was reinpacken. Was haben wir denn da so? Aber wir können nur Abriss noch reinmachen. Ja, gut. Das lohnt sich jetzt nicht so wirklich, glaube ich. Lassen wir erstmal. Das Ding kann man auch modifizieren. Ach was. Womit denn? Schock. Plus 26% Schock. Das heißt, die sind dann eine Viertel der Zeit länger gestunt, oder was? Klingt gut. Machen wir drauf. Outfits gibt's immer noch nichts. Nee. Fallen und Tränke. Kräuterarznei, die vor Elementschaden schützt. Kräuterarznei zur Heilung. Was ich das jetzt mal auswähle? Ah, ich kann Tränke herstellen, aber was mache ich damit und wie nutze ich die? Ah. Schockfalle. Diese Falle wird auf dem Boden platziert und durch Annäherung ausgelöst. Sie verursacht keinen Schaden, löst aber eine Schockwelle aus, die Gegner in ihrem Wirkungsbereich vorübergehend betäubt. Aber dann kann ich doch auch einfach diese Seile spannen, oder? Diese Falle wird auf dem Boden platziert und ausgelöst, wenn sie beschädigt wird. Bei der folgenden Explosion beschädigt sie alles innerhalb des Sprengradius. Okay. Eine mit Lohe gefüllte Falle. Die Falle wird auf dem Boden platziert und durch Annäherung ausgelöst. Sie beschädigt alles innerhalb ihres Sprengradius. Hä? Ach, auf Annäherung ausgelöst. Ah, okay. Das ist, glaube ich, besser. Wir machen mal so ein Ding. Ja, wir können auch noch eins mehr machen. So, und jetzt ist die Frage, wie nutze ich das denn dann? Keine Ahnung. Ja, wir können hier wieder was ändern, das ist gut. Wir vergrößern mal den... Ah, den Rohstoffbeutel können wir nicht, schade. Dann machen wir den Waffenbeutel wahrscheinlich einfach mal. Plus 5 Kapazität. Ach so, das Waffeninventar. Ja gut, das lohnt sich jetzt nicht so wirklich, glaube ich. Dann lassen wir es erstmal. Lassen wir es einfach erstmal. Pfeile, ja, okay. Schockdraht, ja, nee, alles gut. Reisen. Ach, hier kann ich so ein Schnellreisepaket machen. Mmh.
Das ist praktisch. Dieser Gegenstand ermöglicht eine schnelle Reise zu einem entdeckten Lagerfeuer oder einer Siedlung auf der ganzen Welt. Das ist wirklich, wirklich praktisch. Okay, man braucht dafür Fleisch und Reinholz. Gut, von dem Holz haben wir ewig viel, von dem Fleisch nicht so wirklich. Aber das ist super cool. Wir machen einfach mal eins davon, dann haben wir halt mal eins, ne? Und dann können wir das bei Bedarf ja nutzen. Das ist super cool. Mag ich. So. Jetzt würde mich noch interessieren, vergeht hier wirklich auch die Zeit in Anführungsstrichen, Echtzeit im Spiel? Oder ist das mehr so, sobald ich bei der Mission bin, ist halt Nacht, weil die Mission findet halt abends statt? Weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich ist es mehr so, dann, wenn ich die entsprechende Zeit brauche, habe ich sie auch. Okay, wir sind immer noch hier außerhalb, ne? Nee, sind wir nicht mehr. Wir sind nicht mehr außerhalb. War ich bis hier vorgedrungen? Oh, was ist das denn? Aber da lassen die mich jetzt wahrscheinlich gerade nicht raus, ne? Nee. Ich würde ja ganz gerne in die Richtung hier noch ein bisschen erkunden, aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, da ich da früher oder später noch hinkomme. Scharfschussbogen. Ach, wir können den Scharfschussbogen uns jetzt leisten. Weil da ein Haken dran ist. Warte mal. Um den Wunder der Rohstoffe führen. Okay, ich habe das jetzt mal aktiviert, weil den Scharfschussbogen hätte ich natürlich schon ganz gerne. Zum Ende zurückkehren. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Ey, dann machen wir das doch noch gerade. Dann holen wir uns mal gerade den Scharfschussbogen. Das machen wir, Leute. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich mache das jetzt. Ich will den Scharfschussbogen haben, weil mehr Reichweite klingt eigentlich immer gut. Ja, dafür haben wir jetzt auch gerade noch genug Zeit. Das ist doch eigentlich gut. Wo laufe ich eigentlich hin? So. Kann Aloy eigentlich tauchen? Mal schauen. Ja gut, okay, man kann halt hier wirklich tauchen, weil er nicht wirklich tief ist. Lass mich raten, ich kann auch kraulen. Okay, das ist gut. Also wenn sie tauchen kann, aktuell kommt sie jedenfalls nicht sehr weit runter. Vielleicht muss man das später noch irgendwie erweitern, dass man wirklich richtig tief tauchen kann. Aktuell bringt mir das nicht so viel. Ach so, warte mal, jetzt bin ich hier im Dorf, oder? Da darf ich gar nicht hin. Oder? Jemand sollte die Ausgestoßenen in ihre Schranken weisen. Digga, ich bin vielleicht ab morgen eine von euch, also halt mal's Maul. Ganz ehrlich. Arschgeige. Ach, die angeln da. Ich befürchte, ich habe denen gerade sämtliche Fische verscheucht, aber egal. Und darf ich hier jetzt eigentlich rein oder darf ich nicht hier rein? Also die wollen mich hier auf jeden Fall nicht gerne haben. Aber theoretisch kann ich hier auf jeden Fall hinlaufen. Wenn ich sie ignoriere, geht sie sicher wieder. Ey, wie die alle tun, als würde ich nicht existieren. Was für Arschgeigen. Ich habe keine Zeit für Ausgestoßene. Naja gut, so sind deren Gesetze halt, ne? Kriegen wahrscheinlich selber Probleme, wenn sie mit mir reden. Warum auch immer. Ah, das ist noch ein Lagerfeuer. Hey, cool. Machen wir direkt mal an. Kann ich in diese Häuser rein, theoretisch? Das wäre jetzt richtig asozial, aber... Nee, kann ich auch nicht. Okay. Naja. Vielleicht irgendwann später, wenn wir zum Dorf gehören. Shit, komme ich hier hoch? Oder zum Stamm. Siedlung verlassen. Ich komme da hoch. Oh mein Gott, krass, Alter. Schon eine richtige Ziege, die gute. Okay, Medizinbeutel ist voll. Ja, tatsächlich. Wenn wir den irgendwann mal erweitern können, dann würde ich das auch gerne machen. Habe ich bisher jetzt nicht darauf geachtet, ob das geht. Warte mal, ich schaue es einfach gerade mal nach. Herstellen, Tragekapazität, Trankbeutel, Outfit, Waffen, Rohstoff. Das wäre wahrscheinlich Rohstoffe dann, oder? Weiß ich nicht genau. Ja, also wenn wäre es Rohstoffe. Oder Tränke halt, aber eigentlich ist es ja kein Trank, sondern das ist dieser Bärenkram, von daher weiß ich nicht. Ich muss den Kampf gewinnen. Ich wollte nur ganz kurz diese komische Puppe da zerstören. So, sorry Kollege. Was willst du jetzt? Den Bogen. Scharfschussbogen. Dieser langsam feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Fernkampf, wenn es auf Präzision ankommt. Ja, das klingt sehr gut.
Handhabung ist bei weitem schlechter als beim Kriegsbogen. Dafür ist die Durchschlagskraft viel höher. Krass. Tausch gegen 105 Metallscherben. Wir haben 136. Ja, machen wir. Gib her das Ding. Pack den mal. Kann ich den austauschen mit dem normalen Bogen? Wahrscheinlich. Mach erstmal zusätzlich. Wir haben ja noch genug Platz. Machen wir zusätzlich erstmal. Okay. Hat er noch irgendwas Interessantes? Um Maschinen am Boden festzubinden und bewegungsunfähig zu machen. Der Angriff auf eine gefesselte Maschine verkürzt die Zeit, die sie bewegungsunfähig bleibt. Größere Ziele erfordern mehr Seile. Hä, verkürzt die Zeit, die sie bewegungsunfähig bleibt? Das ergibt keinen Sinn. Müsste nicht eigentlich länger werden? Oder verstehe ich da jetzt irgendwas gerade nicht? Ups, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mal hier schauen, was er da noch hat. Fesselseilpaket, Schockpfeil, bla. Okay, hier kann man einfach eine Munition kaufen, die ich auch selber herstellen könnte. Das ist eigentlich dann mehr oder minder unnötig. Was ist das hier? Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Eine Kiste mit kostenlosen Gegenständen für Neukunden. Oh, ja, nehmen wir mit, oder? Cool. Was haben wir jetzt hier? Diese Kiste... Banuk Reisender Kiste. Also das sind so seine Lootboxen oder wie? Mit irgendwelchen random Items drin. Okay, lassen wir vielleicht jetzt erstmal die Finger von. Zurückkaufen. Ah, die Wächterlinse, die ich ihm verkauft habe. Die kann ich ihm wieder abkaufen, theoretisch. Okay. Was kann ich ihm denn so verkaufen? Ah, man kann auch Waffen verkaufen. Ja, einen Scheiß werde ich tun. Hä? Mein eigener Bogen ist mehr wert als sein Scharfschützenbogen. Okay. Ah, selten und ungewöhnlich. Also selten ist seltener als ungewöhnlich. Okay. Ja, der ist von den Werten her auch gar nicht so scheiße. Ha. Ja gut, das werde ich auf jeden Fall einen Scheiß tun, den zu verkaufen. So viel steht mal fest. Aber vielleicht können wir hier bei Rohstoffen noch ein bisschen was loswerden. Ich weiß halt nicht, was man mit dem ganzen Wächterkram sonst noch machen kann. Ob man damit irgendwas anfangen kann, wenn man es nicht verkauft. Ich lasse es erstmal. Noch etwas? Nee, bin bedient, danke. Aber sei mal nicht so griesgrämig. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Okay. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Warum ja, sollte ich? Das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Dann könnte Rost ja auch nicht mehr mit dir handeln. Das wäre ja voll dumm. Ja, aber irgendwie interessiert es mich schon, warum er es eigentlich riskiert, ne? Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gaben mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Stimmt, das ist er. Nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch, ich aber auch nicht. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Das würde mich aber auch interessieren. Der ist so, macht total einen auf Gesetzestreue und so weiter und trotzdem ist er immer noch ein Ausgestoßener. Warum denn? Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay. Das würde mich wirklich interessieren. Urmutters Segen und all das. Und all das. Tutorial Scharfschussbogen. Ja, gut. Klingt gut, machen wir dann im nächsten Part, würde ich mal vorschlagen. Jetzt ist die Frage, wo das nächste Feuer ist. Ah, da unten direkt. Ja, das ist doch wunderbar. Dann springen wir hier einmal die Klippe runter. Aua, ich wollte eigentlich... Nein. Eigentlich wollte ich mir dabei nicht alle Beine brechen, aber okay.
So, warte, wir machen nochmal ein ausgiebiges Speichern hier. So, zack. Wunderbar, Leute. Der Part ist ja viel zu lang geworden. Na, wobei, nee, ich schneide ein bisschen was raus, passt ja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und auch ein Abo, wenn ihr die weiteren Parts nicht verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.